Herzlich willkommen zu einem neuen QSO4U Hilft Video. Heute ein kleines Spezial. Ja, wenn ihr das Video jetzt seht, ist der 28.07.2015 und morgen kommt Windows 10 heraus, also für die Insider zum Download, also für das Microsoft Insider Programm, beziehungsweise auch für einige Kunden von Windows 8.1, Windows 8 und Windows 7. Die können kostenlos upgraden. Und immer die Frage jetzt in den letzten Tagen von Arbeitskollegen, von Verwandten, Bekannten und eben auch per Mail: Wie sieht's eigentlich aus? Soll ich updaten? Was empfiehlst du mir, Steffen? Und da gibt es jetzt eine oder mehrere Antworten von mir. Also ich sag mal so: In den Tests, die ich mit Windows 10 durchgeführt habe, war ich recht begeistert. Also mir hat das Betriebssystem sehr viel Spaß gemacht. Es läuft performant. Es ist derzeit auch relativ stabil. Das kann man natürlich nur anhand einer normalen Installation sagen. Wie das natürlich auf individueller Hardware aussieht, kann man es nicht sagen. Von der Performance her kann man sagen, dass auf allen Windows 7 Rechnern auch Windows 10 läuft und auf allen Windows 8 Rechnern sowieso. Bei Tablets wäre ich da noch ein bisschen vorsichtig. Also wenn ihr jetzt ein Windows 8.1 Tablet gekauft habt oder ein Windows 8 Tablet gekauft habt, da würde ich dann trotzdem noch ein bisschen warten vielleicht. Auf dem normalen Rechner kann man das Update durchaus machen. Man sollte sich aber dessen bewusst sein, dass natürlich Programme da nicht mehr funktionieren können. Das heißt also, ich würde vielleicht so vorgehen, dass ich vorher nochmal einen Backup von meinem kompletten Rechner mache, oder ich lasse es eben drauf ankommen und sichere halt eben nur meine Daten. Wenn die Programme nicht mehr funktionieren und die Einstellungen weg sind, dann ist es halt erstmal so. Das muss man dann für sich selbst rausfinden. Vielleicht hat man ja auch einen Laptop und einen PC. Da kann man dann sagen: Okay, ich bin hauptsächlich mit dem Gerät unterwegs, also durch erstmal das andere Gerät upgraden, mit dem ich nicht so viel mache. Dass ich erstmal so ein bisschen reinkomme und erstmal sehe, funktioniert auch alles, ist alles in Ordnung. Da kann ich dann auch meine Programme testen. Wer sehr viele, auch ältere Programme einsetzt, den empfehle ich die Möglichkeit, mit der virtuellen Maschine was zu machen. Das heißt, man könnte natürlich erstmal eine virtuelle Maschine mit Windows 10 aufsetzen und könnte die Programme da drin testen. Das geht natürlich auch umgekehrt. Klar, man kann Windows 10 installieren, kann dort eine Software installieren wie VirtualBox oder wie VMware, Workstation. Haben wir alle schon in Videos gezeigt, wie das funktioniert, und kann da virtuelle Maschinen erstellen. Also einfach mal gucken bei uns auf dem Channel oder eben auch auf unserer Website nach VirtualBox bzw. VMware. Ja, die Möglichkeit besteht. Aber es gibt halt eben auch Software, die kann man schlecht virtualisieren, und deswegen ist man dann auch darauf angewiesen, dass die auf dem Betriebssystem reibungslos läuft. Da vielleicht auch mal auf die Herstellerseiten gucken der jeweiligen Software. Ja, das sind so die Tipps, die ich geben kann. Das andere ist auch der Preis. Also für jemanden, der zum Beispiel noch Windows XP einsetzt oder Windows Vista einsetzt, der wird das natürlich nicht kostenlos bekommen. Aber da empfehle ich auch, keine Windows 10 Version direkt zu kaufen, sondern da würde ich euch empfehlen, günstig gibt es mittlerweile im Netz für 20 Euro eine Windows 7 Lizenz zu kaufen. Windows 7 Professional, wohlgemerkt, gibt es für den Preis, und würde dann ein Upgrade machen. Dann habt ihr nämlich für 20 Euro ein Upgrade von Windows 7 auf Windows 10 und habt für 20 Euro eine Windows 10 Version, weil wenn ihr die normal kaufen wollt, dann kostet nämlich die Home Edition schon 130 Euro und bei der Pro Edition seid ihr bei 279 Euro dabei. Würde ich euch nicht empfehlen, deswegen macht es lieber so, kauft euch günstig Windows 7, wenn ihr vielleicht noch Vista im Einsatz habt, oder Windows XP sollte man sowieso nicht mehr im Einsatz haben, aber es kann ja sein, dass ihr das noch habt, und dann macht es so. Schaut aber dann halt auch, ob der Rechner für Windows 7 geeignet ist, aber ich nehme an, dass das funktionieren wird. Ja, so viel zu dieser Umstiegsgeschichte. Was mich sehr wundert, dass dass viele Online-Magazine über diesen Tipp gar nicht berichten, aber ich kann euch das sagen, also es wird auch funktionieren. Kauft euch Windows 7 Professional für 20, 30 Euro im Internet einen Key, dann habt ihr das, und dann macht ein Upgrade auf Windows 10. Ja, wer sollte warten? Also ganz klar Leute, die wirklich zu 100% auf ihre Systeme angewiesen sind,
Klar, man kann jetzt sagen, okay, das ist ein bisschen übervorsichtig, aber es gibt ja Leute, die brauchen unbedingt ein sehr, sehr stabiles System. Die sollten auf gar keinen Fall auf Windows 10 jetzt schon umsteigen, weil man kann davon ausgehen, dass Microsoft natürlich das Ganze ein bisschen ausnutzt, sag ich mal, diese Kostenlos-Kampagne, dass sie dann eben auch noch mehr Feedback bekommen und noch mehr sehen, wo drückt's denn. Ja, was für Features erwarten einen? Einmal natürlich, das seht ihr hier gerade schon, das ist der neue Browser, der Edge, also es gibt keinen Internet Explorer mehr in dem Sinne, es ist jetzt der Edge. Einige Features haben wir in den vergangenen Videos schon gezeigt. Es gibt jetzt den Sprachassistenten Cortana. Das Betriebssystem wird jetzt auch auf allen möglichen Endgeräten verfügbar sein. Das heißt also, man hat ein Betriebssystem auf dem Smartphone von Microsoft oder von Nokia besser gesagt. Oder man hat dann das auch auf der Spielekonsole, auf der HoloLens, also auf dieser Virtual Reality Brille. Das alles wird kommen. Es wird auch ein neues Office kommen. Das ist natürlich nicht mit drin. Man hat einen schönen neuen App Store, der natürlich wesentlich besser ist und wesentlich aufgeräumter ist als bei Windows 8. Man hat natürlich wieder das Startmenü zurück. Das sind so die Knaller-Feature, die ich jetzt mal eben kurz zeigen kann. Jetzt mal so im Schnelldurchlauf. Man hat natürlich auch die neuen Benachrichtigungen, also ähnlich dieses Infocenter ähnelt so ein bisschen einem Android-Smartphone, wo es halt auch Benachrichtigungen gibt. Man hat neue Systemsteuerung und was mir heute erst aufgefallen ist, das wird auch nicht groß in den Medien erwähnt, warum auch immer. Es gibt auch die Möglichkeit, Updates von anderen Rechnern aus dem Netzwerk zu beziehen. Das heißt also, wenn man so ein bisschen langsames Internet hat, hat aber sehr viele Rechner im Netzwerk, dann kann man untereinander über das Netzwerk die Windows-Updates teilen. Das heißt, sie werden nur einmal aus dem Internet heruntergeladen und werden dann im Netzwerk verteilt. Das ist natürlich ein schönes Feature. Das gibt es für Firmenkunden schon länger, nennt sich Windows Update Server, WSUS kurz gesagt. Aber das gibt es eben jetzt auch für den Privatmann. Und das ist natürlich richtig nice, finde ich. Ja, so viel zu Windows 10. Ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen einen Einblick geben. Also ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich werde das auch erstmal nur auf einen Rechner machen. Wir sind ja jetzt mit QSO4U dann in einer Woche auf der Gamescom. Und ich werde da mit Absicht auf meinen Laptop noch kein Windows 10 installieren, den ich mitnehme, weil nicht, dass ich dann unterwegs keine Möglichkeit habe zum Videoschneiden, weil Windows 10 da irgendwie rumzickt. Da lasse ich mein Windows 8 drauf. Den PC überlege ich mir noch. Ja, bei Spiele ist es sowieso so eine Geschichte. Gamer müssen irgendwann sowieso umsteigen. Und wie gesagt, dadurch, dass ihr ein Jahr lang Zeit habt, kostenlos auf Windows 10 umzusteigen, ich würde es auf jeden Fall nutzen. Aber ich würde es jetzt nicht gleich sofort machen. Also ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. Nehmt euch das vielleicht für die etwas kältere Jahreszeit vor. Bis dorthin ist einiges passiert. Bis dorthin sind auch noch einige Bugs behoben. Und da hat dann Windows 10 auch eine, sag ich mal, ziemliche Reife dann erlangt, mit der man dann wahrscheinlich auch noch besser arbeiten kann. Wie gesagt, der erste Eindruck war gut. Nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, Mensch, das ist ein Bullshit, das Betriebssystem. Nein, der erste Eindruck war gut, aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich habe jetzt nicht sehr viel festgestellt. Es war auch kein einziger Absturz bei mir dabei, bei den Tests. Also es lief alles recht glatt. Aber ich würde halt trotzdem noch ein bisschen warten. Und ein Thema ist auch noch ganz interessant, Thema Sicherheit. Microsoft hat dafür gesorgt, dass AV-Hersteller für Virenschutzlösungen, dass sie halt noch besser die Möglichkeit haben, in das System reinzugucken, noch bessere Schnittstellen haben. Das heißt also ein bisschen, ja, bessere Sicherheit ist dann natürlich auch mit drin oder eine höhere Sicherheit. Schon allein deswegen sollte man früher oder später dann als Windows-User drüber nachdenken, umzusteigen. Ja, viel gesagt zu dem Thema. Ihr könnt natürlich gerne in den Kommentaren noch ein bisschen dazu diskutieren. Viel besser ist aber zum Diskutieren unser neues Forum geeignet. Das erreicht ihr einfach unter qso4u.com/community oder /forum, kommt da beides hin. Und da könnt ihr dann mit uns diskutieren, auch eben über solche Themen. Ja, das soll schon wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Kolb von QSO4U Tech.